Was erwarten Sie jetzt von der Bundesregierung? Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie sich hinter ihren Künstler stellt, dass sie sagt, wir haben in Deutschland ein Recht auf Meinungspresse und Satirefreiheit. Und dass sie vielleicht sogar genau das tut, was Erdogan selbst noch vor 2 Wochen getan hat, nämlich sich verbittet, dass man sich in unsere Angelegenheiten einmischt. Nur ergänzend, das stimmt nicht ganz. Also im ersten Fall der Extra-3-Reportage hat die Bundesregierung 8 Tage später Stellung genommen. Im zweiten Fall hat die Kanzlerin in einer Art vorauseilendem Gehorsam selbst angerufen und sich entschuldigt oder was auch immer. Also das ist ein Unterschied. Sie hat ganz klar nicht dazu Stellung bezogen und schon gar nicht so, dass sie den Künstler in Schutz genommen hat. Fairerweise muss man sagen, das Telefonat war, glaube ich, verabredet zwischen dem türkischen Ministerpräsidenten, der Bundeskanzlerin. Sie hat das dann, aber wir waren nicht dabei, angesprochen. Meinungsfreiheit besteht für jeden Bürger dieses Landes, für die Bundeskanzlerin und für Sie in gleicher Weise. Sie haben nicht mehr Recht auf Meinungsfreiheit als die Bundeskanzlerin. Wir sprechen der Bundeskanzlerin nicht ihr Recht ab, ihre Meinung zu sagen. Aber wir sind ja auch nicht doof. Die Kanzlerin hat einen Deal mit Erdogan, der sehr heikel ist. Erdogan soll uns nämlich bei der Flüchtlingsfrage helfen. Dafür wird viel Geld gezahlt, 3 Milliarden plus XY. Jetzt kommt ein Satiremagazin, verunglimpft Erdogan noch nicht mal, sondern das ist für unsere Standards sogar gelinde gesagt harmlos. Und schon geht denen die Düse im Kanzleramt und die sagen, Mensch, was passiert, wenn der das nicht gut findet? Dann wackelt unser Deal. Böhmermann deckt das auf, indem er noch einen draufsetzt. Deswegen ist es auch gute Satire, denn sie deckt etwas auf und sagt, das ist die Grenze zwischen den Standards, die wir hier haben, und das ist das, was andere von uns fordern. Wir reden nicht über Geschmack. Auch ich bin vielleicht Ihrer Meinung, dass man in der einen oder anderen Situation vorsichtiger, zaghafter, muss es nicht unbedingt sein, aber genauer sein kann. Aber das ist auch das Recht des Künstlers, dass er selbst entscheidet, mit welchen Mitteln er Satire betreibt. Und das ist unser Grundrecht in Deutschland, dass wir das zu schützen haben, vor allem die Kanzlerin. Nur noch was anderes dazu. Hier geht es doch auch um das Selbstbewusstsein der Türken. Wir sind beide Türken, wir wissen, worum es geht. Erdogan will auf Augenhöhe mit Europa sprechen. Erdogan will endlich auch Einfluss nehmen auf das, was in Europa Maßgabe ist und Richtlinie. Und das hat er vorher mit Russland schon versucht, ist total auf die Schnauze gefallen. Und jetzt versucht das mit Frau Merkel. Da müssen wir auch die Türken, die hier leben, sagen, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter. Das ist nicht mehr lustig. Das ist ein Eingriff in unsere Grundrechte. Sie sind deutscher Staatsbürger, ganz genauso wie Herr Sinke. Ja, wir sitzen hier, weil wir türkischstämmig sind und offensichtlich auch eine Position vertreten sollen, die in irgendeinem Zusammenhang zur Türkei steht. Es ist wahrscheinlich für die deutschen Zuschauer attraktiv zu sehen, dass die Türken untereinander noch nicht mal einer Meinung sind. Aber das ist ja möglich. Sie können ja Erdogan gut finden. Ich bin übrigens auch dafür, dass dieses Thema nicht dafür genutzt wird, ein generelles Türkei-Bashing aufzumachen. Erdogan ist nicht der Teufel, so wie er an die Wand gemalt wird. Aber trotzdem muss man in diesem Fall sagen, seine eigenen Worte müssen gelten. Vor 2 Wochen hat der deutschen Journalisten noch gesagt, mischt euch in eure eigenen Angelegenheiten und haltet euch aus unseren Sachen raus. Bitte, warum gilt das nicht für ihn? Sie möchten den EU-Beitritt dieser Türkei. Ich gebe Ihnen sogar recht, Herr Brok. Ich gebe Ihnen recht. Bisher war die Kanzlerin die, die gesagt hat, die Türkei kommt nicht in die EU. Und auch die CDU, ihre Partei, war vehement gegen den Beitritt der Türkei. Was wir heute besprechen, ist die Frage, ist die Kanzlerin erpressbar geworden, weil sie die Türkei plötzlich braucht? Und das ist das, was mich interessiert. Warum hat sie ihre Meinung plötzlich verändert? Sie hat ihre Meinung verändert, ganz drastisch. Und sie ändert sie auch in den letzten Monaten immer wieder mal. Es hieß noch vor 8 Monaten, wir schaffen das. Jetzt reden wir über Verschärfung von Asylgesetzen. Die Kanzlerin ist im Moment in einer schwierigen Situation. Sie merkt, dass sie über den Zenit ihrer Amtszeit hinweg ist und sie verliert in der Bevölkerung Zuspruch. Und sie arbeitet denen zu, die auf die Straße gehen und wir sind das Volk rufen, was sie auch nicht gut tun kann. In diesem Fall ist sie genauso wechselhaft. Ich komme noch mal ganz kurz auf Ihr Argument von eben zurück. Das wollte ich aber noch sagen. Bitte. Das ist doch total interessant. Mal einfach weiter zu fragen, hat sich da gerade was verändert, Herr Brok, und kuscht die Bundesregierung unter Angela Merkel jetzt, weil sie das Abkommen mit der Türkei nicht gefährden will, vor dieser Türkei? Nein. Sie kuscht nicht. Das ist Satire. Das ist Satire. Nur eine Sache. Erdogan ist ein Wiederholungstäter. Was sagen Sie dazu, dass er Twitter einfach abschalten lässt? Was sagen Sie dazu, dass, wenn es ihm nicht passt, irgendwelche sozialen Kanäle einfach verschwinden?
Ich bin kein Freund davon, schwarz-weiß zu denken. Ich bin keiner dieser kemalistischen Betonköpfe, die Erdogan verteufeln. Er ist Fluch und Segen für die Türkei zugleich. Darüber können wir ausführlich diskutieren. Aber Erdogan ist bekannt dafür, dass er autoritär ist, dass er ein Autokrat ist. Und nur ein Beispiel für die Maßstäbe in der Türkei. Und diese Maßstäbe gelten hier nicht, nochmal. Wenn Sie sich als türkischer Ministerpräsident auf ein Gesetz berufen, das Sie selbst gar nicht zu verantworten haben, hier gilt deutsches Grundgesetz, nicht türkisches Grundgesetz, dann müssen Sie damit rechnen, dass die deutsche Bundesregierung sagt, kümmere dich um deine Angelegenheiten. Eine Sache. Es gibt eine Sache, nur um den Maßstab mal aufzuzeigen. Mhm. Wir beide übrigens waren mal zusammen in der Türkei. Da hat uns eine Journalistin etwas erzählt über die Standards der Türkei. Beas, das ist der türkische Thomas Gottschalk. Den kennen Sie vielleicht. Die meisten kennen ihn nicht. Beas ist der türkische Thomas Gottschalk. Er hatte eine Live-Sendung. Und in dieser Live-Sendung gibt es eine Telefonschaltung, wo Leute anrufen können. Mhm. Und das war vor wenigen Monaten, da hat eine Frau angerufen, die offensichtlich eine Kurdin war, das merkte man im ersten Moment nicht, und hat ein flammendes Statement gehalten für die Kurden und danach gefragt, ob es denn angebracht wäre, sich zu amüsieren, während im Osten der Türkei Menschen sterben. Daraufhin hat Beas gesagt, einen Applaus für diesen Anruf, und dafür hat er riesen Ärger bekommen. Er musste dann öffentlich Stellung dazu nehmen und Abbitte leisten. Und ganz ehrlich, ich lebe lieber in einem Land, in dem sowas nicht gang und gäbe ist. Ich bin froh, dass wir in Deutschland Schutzmechanismen vor solch einem Zugriff der Politik auf die Kunst haben. Es wurde gerade eben gesagt, dass es in der Türkei keine demokratischen Verhältnisse gibt. In den letzten Wahlen, die sind noch gar nicht so lange her, Anfang November gab es Wahlen, da war die Wahlbeteiligung 85% und 97,5% sind im Parlament vertreten. Und der regierende Ministerpräsident Davutoğlu hat eine Zustimmung von 50% bekommen. Ich finde, das sind durchaus gute demokratische Verhältnisse, wenn es eine Wahlbeteiligung von 85% gibt. Stimmt leider nicht, was Sie sagen. Die Türkei hat eines der undemokratischsten Wahlrechte der ganzen Welt. 1987, nach dem letzten Militärputsch, wurde das Grundgesetz geändert. Es gibt eine 10%-Hürde. Und alle Parteien, die unter die 10% fallen, geben ihre Stimmen proportional an die Mehrheit ab. Das heißt, de facto hat Erdogan noch nicht mal 35% der Stimmen. Er geht aber, natürlich, das könnte, also Sie sind Rechtsanwalt, wissen Sie das nicht? Die HDP ist gewählt worden. Muss ich Ihnen das erklären? Nein, das kann man nicht stehen lassen. Auf der gleichen Seite unterwandert die AKP die Grundfesten der säkularen Türkei. Und ob das modern ist, das sei mal dahingestellt. Ich finde, die Grabenkämpfe, die Erdogan führt, auch gegen den verfilzten Kemalismus, die Infragestellung der Strukturen der Türkei bis zu seiner Machtübernahme, ist berechtigt. Denn es kann nicht angehen, dass ein Land an der Schwelle zu Europa alle 20 Jahre in eine Militärdiktatur zurückfällt, weil das Militär sich dazu berufen fühlt, eingreifen zu müssen. Was aber Erdogan auf der anderen Seite macht, und das ist das Gefährliche, ist, dass er, wie ich eben gesagt habe, die Grundfesten der säkularen Türkei aufweicht. Dass er die Türkei weiter gen Osten schiebt und nicht gen Westen und dadurch fatalerweise immer mehr zu einem Verhandlungspartner, zu einem veritablen Verhandlungspartner mit Europa wird, auf Augenhöhe, aber das nicht nutzt, um vernünftige Forderungen durchzusetzen, sondern für Albernheiten. Ich meine, wir reden hier über eine Albernheit. Hat Angela Merkel nichts Besseres zu tun, als sich das Neo-Magazin Royal anzugucken und eine Botschaft in die Türkei zu senden? Guckt Erdogan deutsches Fernsehen und regt sich über jeden dämlichen Witz auf? Das Thema, über das wir sprechen müssen, ist nicht die Türkei und nicht Demokratie in der Türkei, sondern ist Deutschland erpressbar geworden, weil es einen anderen Zweck mit dieser Partnerschaft verbindet, als es vorher noch der Fall war. Und Ihre Widersprüchlichkeit, die zeigt es am besten auf, worüber wir sprechen. Reden Sie noch ein bisschen weiter. Sie reden nicht über Pressefreiheit, Sie gehen gegen diesen Deal. Die schlechte Nachricht, ich bin Türke. Die gute Nachricht, ich glaube nicht an Gott. Der Laden ist sicher. Vielen Dank, das ist so nett von Ihnen. Es ist wirklich toll. Also es ist nett von Ihnen. Sie merken ja, ich kann ein bisschen Deutsch. Nicht so wie Sie, Sie können es ja nur halb, aber ich kann es voll. Sie können noch nicht mal Deutschland sagen, Sie sagen Deutschland. Wenn ich das in Deutschland sagen würde, da ging es direkt an die Grenze. Aber es ist super nett, dass ich hier sein darf, wirklich. Ich bin nämlich auf der Flucht.
also auf der Flucht vor den Deutschen. Weil die Deutschen, die sind mittlerweile nicht mehr so, wie sie mal waren. Also sie mögen uns Türken immer noch nicht. Wir sind für die Deutschen so eine Art Ersatzjuden. Das, was die bei den Juden nicht dürfen, weil sie Angst haben, dass sie dann direkt zur Kasse gebeten werden, das lassen sie an uns Türken aus. Ja? Und das, was sie gerne mal wieder sein würden, das gucken sie sich von den Schweizern ab. Ja? Also so gepflegt ausländerfeindlich. Ja. Die Schweizer... tun sie nicht so liberal. Ja? Einige gucken so, wir? Nein, wir doch nicht. Auch wenn ihre Sprache ein Code ist, ja? Wir verstehen schon die elementaren Dinge, die sie meinen. Ja? Ausschaffungsinitiative. Ausländer raus wäre einfacher. Aber das klingt so nett. Ausschaffungsinitiative. Bitte, möchten Sie nicht wieder weg? Ja? Ist doch auch nicht schön hier. Bei Ihnen zu Hause ist doch schöner. Die Deutschen trauen sich das nicht. Die Deutschen haben auch nicht so einen wie Christoph Arschblocher. Ja? Die haben nur so Bernd Lucas und Höckes, die irgendwas Komisches sagen. Wir sind das Volk. Das ist nicht das Volk. Das sind Ossis, die wir Türken mit unserem Solidaritätsbeitrag finanziert haben. Ja? Und die jetzt meinen, sie müssten die Schnauze aufreißen. Aber sie kennen das, oder? Also wir sind doch unter uns. Geben wir es doch zu. Man mag seinen Nachbarn nie so recht. Also seinen Nachbarn schon nicht. Warum erst dann die Fremden? Und es gibt Stufen von Fremden, also Kategorisierungen, die je weiter man in sie eindringt, immer schlimmer werden. Also für Sie zum Beispiel sind Deutsche schon Kanaken. Ja? Sie sagen, die Deutschen, die Schwaben, das sind Kanaken. Für die Deutschen sind Sie wiederum Kanaken. Ja? Bergdeutsche. Ja? Für Deutsche und Schweizer zusammen sind die Österreicher Kanaken. Ja? Und die Österreicher sind Kanaken. Ja? Also das kann ich Ihnen sagen. Das sind Bastarde. Ja? Die kennen noch nicht mal Hitler. Ja? Wenn man die fragt, sagen die, das war doch Deutscher. Nee, nee, Hitler war erstmal Österreicher, wurde dann später Deutscher, aber dann wurde ja auch Österreich Deutschland. Und dann gibt es noch andere Abstufungen. Wenn Sie direkt hinter die Grenze gehen, hinter der Steiermark ist schon Slowenien. Ah, das ist noch so halb okay. Aber dann kommt Kroatien, das ist schon... Die Ansammlung von Konsonanten klingt schon wie ein Maschinengewehr. Kroatien oder Bosnien-Herzegowina, das sind, wie soll ich sagen, Balkanmuslime. Was für eine seltsame Mischung. Und dann kommen Serben und jetzt passen Sie auf. Rumänen kommen auch noch. Rumänen also kommen auch hierhin. Obwohl die in der EU sind oder weil sie gerade in der EU sind. Ja, also hierhin nicht. Aber in westdeutsche Großstädte kommen sie. Während man uns Türken seinerzeit nicht in die EU lassen wollte, weil wir denen nicht kultiviert genug waren, holt man sich jetzt die Bettler in die Großstädte aus Rumänien. Die sitzen dann da rum. Haben alle eine Behinderung, ist mir jetzt aufgefallen. Ja? Die sind zufällig alle behindert. Die haben auch alle die gleiche Behinderung. Soll ich mal vormachen? Also pass auf. Die meisten haben die hier. Ich frage mich, woher werden die gefunden? Werden die gecastet? Ja? Bukarests Next Top Mongo? Ja? Also. Ist Ihnen das zu hart? Klatschen Sie nur, wenn Sie einverstanden sind. Klatschen Sie nicht so ein jovial, ja, wir sind liberal, alles okay. Und nachher auf Ihrem inneren Reichsparteitag, da richten Sie mich wieder hin. Ja? Die gehen meistens so, haben so einen Becher in der Hand. Steht da so eine Heidi Klumowa am Rand des Catwalks und sagt, nee, mehr Hüfte. Und dann muss dann die Hüfte, Becher gerade. Und jetzt was Deutsches. Biete, biete, biete. Also das, was ich gelernt habe von den Deutschen, ist maßlose Intoleranz. Merken Sie es? Ich kann es schon ganz gut. Aber die Deutschen mögen jetzt Flüchtlinge. Refugees welcome. Die begrüßen die mit Teddybären am Bahnhof. So, hier ein Teddybär, als ob ein syrischer Flüchtling einen Teddybär brauchen würde. Ein Freund von mir ist Arzt, Halbinder. Der kam neulich mit zwei Teddybären nach Hause. Der spricht fließend Hochdeutsch. Das ist irre, oder? Also nur zur Information, es gibt da kein Ende in der Skala, habe ich jetzt gelernt. Also wenn man schon denkt, der Rumäne, das wäre das Mieseste vom Miesesten.
Ja? Fragt man den Rumänen, wen er wiederum mieser findet, dann sagt er Moldawier. Ja? Und selbst wenn man den Albaner, also für mich das gefühlt unterste in der Kategorie, fragen würde, den Albaner, der sich in so schmierigen italienischen Restaurants als Italiener ausgibt. Ciao, was willst du haben? Du bist doch Albaner. Ja, selbst wenn man den fragt, sagt er, die schlimmsten für mich